Hallo zusammen, ich lese vom Der Schlunz und der unsichtbare Wächter das Kapitel 22. Das ist ein bisschen länger, macht's euch gemütlich. Beim Abendessen hatte sich Schlunz wieder einigermaßen beruhigt. Auch Tim saß mit Falk, Arno und Süffi an einem Tisch und unterhielt sich mit ihnen, als sei nichts passiert. Bis jetzt hatte Lukas mit Schlunz noch nicht über den Nachmittag gesprochen. Als sie zur Burg zurückgekommen waren, hatten sie alle von ihren Ausflügen erzählt. Nele am meisten und am lautesten. Als Mama sie fragte, wie denn ihr Ausflug gewesen war, hatten beide gesagt, ganz okay. Aber ihr Ton hatte verraten, dass es wohl doch nicht so toll war und Mama hatte nicht weitergefragt. Sogar jetzt beim Abendessen war Nele noch dabei zu erzählen, wie sie im Tierpark mit ihrer Jacke an dem mächtigen, gebogenen Horn des Geißbocks hängen geblieben und von ihm mehrere Meter mitgeschleift worden war. Lukas konnte nicht richtig zuhören, aber Schlunz schien sich sehr dafür zu interessieren. Immer wieder lachte er über Neles Erzählungen, aber zwischendurch wirkte er wieder sehr nachdenklich. Lukas spürte, dass auch er noch an die Erlebnisse von heute Nachmittag denken musste, auch wenn er es nicht zugab. Nach dem Abendessen wollten Lukas und Schlunz eine Runde Tischtennis spielen. Lukas ging schnell mal hoch zum Zimmer, doch Schlunz kam nicht nach. Lukas holte seinen Tischtennisschläger, wartete eine Weile an der Zimmertür, dann ging er wieder nach unten, um zu sehen, wo sein Freund geblieben war. Er fand Schlunz zusammen mit Tim auf einer schmalen Bank in der Nähe des Speisesaals. Schlunz hatte sein Gesicht auf Tims Schoß liegen und weinte laut. Tim strich ihm gleichmäßig mit seiner Hand über den Rücken. Tim sagte nichts, aber sein Blick war voller Sorge und Mitgefühl. Als er Lukas bemerkte, lächelte er leicht und winkte ihn zu sich. »Bei dir wollte ich mich auch noch entschuldigen«, sagte Tim. »In Darmstadt bin ich einfach durchgedreht. Ich wollte euch nicht so hart ausschimpfen. Das tut mir leid.« Er zog die Augenbrauen hoch. »Okay?« »Okay«, sagte Lukas, und obwohl er es nicht wollte, wurden seine Augen feucht. »Ich fand's gut, dass du mit uns nach Darmstadt gefahren bist.« »Ich weiß nicht, ob das so gut war«, sagte Tim leise. Er sah runter auf Schlunz, dann zu Lukas, der jetzt direkt neben Tim stand. Zum Sitzen war leider kein Platz mehr auf der Bank. »Der Schlunz kann froh sein, dass er dich als Freund hat«, sagte Tim und klopfte Lukas mit seiner freien Hand leicht auf die Schulter. »Ich bin auch froh«, sagte Lukas leise und musste sich einmal laut räuspern. Da streckte Schlunz, ohne seinen Kopf zu heben, seine Hand nach Lukas aus und hatte mit einem Griff Lukas Hand erfasst. Er hielt sie fest, als hätte er Angst, Lukas würde weggehen wollen. Im Augenwinkel sah Lukas den Detektiv, Herrn Knolle, im Flur stehen, der sich gerade entfernte. Lukas Herz schlug schneller. Irgendwie hatte er Angst, aber er wusste nicht, wovor. Gleichzeitig fühlte er sich wohl und sicher so nah bei seinem Freund, dem Schlunz, und dem großen Tim, der fast wie ein großer Bruder war. Später am Abend rannten die Kinder wieder durch die Gänge der Burg, während die Erwachsenen ihr eigenes Programm hatten. »Lasst uns noch mal nach unten gehen«, sagte Schlunz zwischendurch zu Lukas, Sami, Anna und Nele. Er erzählte den anderen, wie sie in der vergangenen Nacht eine Gestalt gesehen hatten, die in der hintersten Nische verschwunden war, ohne dass es dort eine Tür gab. »Unheimlich«, sagte Nele. »Klasse«, sagte Sami und rieb sich seine Hände. Auf dem Weg zur Nische blieb Schlunz vor der alten Kommode stehen, vor der die geheimnisvolle Gestalt in der vergangenen Nacht gehockt hatte. Kurzerhand zog Schlunz die unterste Schublade auf und sah hinein. Auch Lukas und die anderen Kinder beugten sich über die große Schublade, um erkennen zu können, was sich darin befand. Aber außer Bettlaken und Kissenbezügen fanden sie nichts. Schlunz und Nele griffen an verschiedenen Stellen zwischen die Laken, um nach versteckten Gegenständen zu tasten. Aber sie fanden nichts. Auch in den anderen Schubladen entdeckten sie nichts, das interessant oder spannend gewesen wäre. »Schade«, sagte Schlunz, als sie die Schubladen wieder zuschoben. »Ich hatte gehofft, wir würden einen Schatz finden.« Als die Kinder in der kleinen Nische am Ende des Ganges angekommen waren, mussten sie wie in der vergangenen Nacht feststellen, dass es hier keine weitere Tür gab. Sie klopften die Wände ab, doch sie fanden nichts.
Sie tasteten den Boden ab, ob es hier vielleicht eine Falltür nach unten gab. Nichts. Sie rückten sogar den Tisch und die Stühle von der Wand ab, obwohl Lukas schon Angst hatte, die kostbaren Möbelstücke könnten zerbrechen. Trotzdem nichts. Gerade wollten sie wieder umkehren, als Sami rief: »Hey, schaut mal hier!« Die anderen drehten sich zu ihm um und trauten ihren Augen nicht. Sami hatte den alten, geknüpften Wandteppich nach hinten gezogen, war dahinter geschlüpft und hielt den Teppich wie ein Dach über sich. »Hier ist er!« Tatsächlich, hinter dem Teppich an der Wand befand sich eindeutig ein niedriges Loch. Ein Holzbrett war so davor geschoben, dass das Loch noch schmaler wurde, aber es war immer noch breit genug, um sich hindurchquetschen zu können. Einen Augenblick lang konnte keiner von ihnen etwas sagen. Dann flüsterte Schlunz ehrfurchtsvoll: »Der Geheimgang!« Und seine Augen leuchteten. Leider war es in dem Geheimgang zu dunkel und keiner von ihnen hatte eine Taschenlampe dabei. Außerdem hörten sie schon wieder Schritte. Sie konnten gerade noch den Teppich über das Loch gleiten lassen, bevor Herr Mehlsieben wieder vor ihnen stand und sie mit zornigem Geschimpfe aus den Gängen trieb. Darum mussten sie die weitere Erforschung verschieben. »Heute Nacht bewaffnen wir uns mit Taschenlampen«, flüsterte Schlunz später, als sie wieder im kleinen Gruppenraum saßen, in dem die anderen einen Film schauten. »Und dann untersuchen wir den alten Gang.« »Das dürfen wir nicht«, entfuhr es Lukas. Aber Sami und Anna rieben sich wieder unternehmungslustig die Hände. Da traute sich Lukas nicht mehr, etwas zu sagen. Für 11:30 hatten sie sich im Flur verabredet. Lukas, Schlunz, Sami, Anna und Nele. Bis dahin durften sie nicht einschlafen. Die Jungen saßen in ihrem Schlafzimmer und Sami erzählte von seinem Ausflug in den Tierpark. Elmar war mit Adelheid ein Eis essen gewesen. Davon gab es nicht so viel zu erzählen. Christoph war auch im Tierpark gewesen. Kevin trug heute zum ersten Mal einen Schlafanzug. Er lag unter seiner Bettdecke und hatte seinen Kopf so auf seine Hand abgestützt, dass er die Gespräche im Zimmer mitbekam. Er erzählte zwar nicht viel von seinem Nachmittag, aber insgesamt schien er sich doch inzwischen ein bisschen wohler zu fühlen. Wenn Sami oder Christoph etwas Lustiges erzählten, lachte sogar Kevin manchmal. »Wo wart ihr, Schlunz?«, fragte Elmar plötzlich. Schlunz hatte bis dahin nicht zugehört. Er hatte die ganze Zeit aufrecht in seinem Bett gesessen, seine Beine mit der Bettdecke zugedeckt und in ein kleines Buch hineingeschrieben. Jetzt schaute er zu Elmar, aber sein Blick war etwas verklärt. Mit seinen Gedanken schien er ganz woanders zu sein. »Was ist?« »Wo ihr heute Nachmittag wart«, wiederholte Elmar. »Wir«, begann Schlunz und legte eine Pause ein, »wir waren auf einem eigenen Ausflug. Total langweilig. Ich hätte lieber mit euch kommen sollen. Nicht wahr, Lukas?« »Ich fand's okay«, sagte Lukas. Sami setzte sich aufrecht ins Bett. »Ihr habt mit Tim einen geheimen Männerausflug gemacht.« »Ja«, sagte Schlunz, aber mehr kam nicht. Dann schaute er wieder in sein Buch und schrieb weiter. »Was schreibst du da eigentlich alles?«, fragte Sami neugierig. Schlunz schaute nicht hoch. »Nichts Besonderes.« »Du schreibst aber ganz schön viel.« »Ja«, sagte Schlunz, »es gibt vieles, das nichts Besonderes ist und das man trotzdem aufschreiben muss.« »Was denn zum Beispiel?« Schlunz sagte nichts mehr. Stattdessen antwortete Lukas: »Er schreibt ein eigenes Buch, das Buch Schlunz.« Als Sami große Augen machte, erklärte Lukas weiter: »In der Bibel gibt es immerhin schon ein Buch Lukas und ein Buch Samuel, aber kein Buch Schlunz. Und das schreibt der Schlunz jetzt.« Sami lachte. »Wann dürfen wir das lesen, Schlunz?« »Mal sehen«, brummte Schlunz leise. »Vielleicht, wenn es fertig ist.« Endlich war es 11:30 geworden. Christoph und Elmar waren eingeschlafen. Sami, Lukas und Schlunz öffneten leise die Zimmertür. »Was ist los?«, fragte Kevin leise aus seinem Bett. »Wir fangen den unsichtbaren Wächter«, flüsterte Schlunz. »Kann ich mitkommen?« Einen Augenblick schauten sich die drei an der Tür an, als müssten sie sich kurz abstimmen. Sollte Kevin, der bis jetzt alles doof gefunden hatte, mitkommen dürfen? Vielleicht würde er jetzt nur alles verderben. »Ja«, sagte Schlunz dann, »komm mit.« Kevin schwang sich aus seinem Bett und dann
gingen sie zu viert auf den Flur. Auf der anderen Seite des Flures standen schon Anna, Nele und Jana. »Was wollen denn die Weiber?« fragte Kevin leise. »Die helfen uns«, flüsterte Schlunz. »Was will denn der Kevin?« fragte Jana. »Was will denn Diana?« fragte Lukas. »Spinnt ihr?« zischte Schlunz. »Wir alle wollen den Geheimgang untersuchen. Ist doch egal, wer alles mitmacht. Hauptsache, keiner verrät uns.« Sie zählten die mitgebrachten Taschenlampen und teilten sie untereinander auf. Kevin bekam eine, Anna und Schlunz. Dann setzten sie sich leise in Bewegung. Zuerst die Wendeltreppe im Turm nach unten. Obwohl sich alle bemühten, knatterten die Bohlen auf den Boden viel zu laut. Und auch die Stufen auf der Treppe machten Geräusche. Als sie unten waren, lauschten sie wieder angestrengt. Nichts zu hören. Sie schlichen bis zu der Stelle, an der Flur nach links abknickte. Noch bevor sie um die Ecke schauten, bemerkten sie, dass im Flur um die Ecke Lichtstrahlen auf- und abwanderten. Jemand musste dort mit einer Taschenlampe umherleuchten. Sofort blieben sie stehen und schalteten ihre Taschenlampen aus. Keiner der Kinder bewegte sich. Dann hörten sie, wie der Fußboden knarrte. Leise Schritte. Und da wurde da nicht eine Schublade zugeschoben? Und dann wieder eine Schublade? Stand denn derselbe Mann von gestern wieder an der Kommode auf dem Flur? Keiner sagte etwas. Keiner bewegte sich. Sie sahen wieder den Lichtkegel der fremden Taschenlampe. Er fiel auf die Wand direkt neben ihnen. Dann leise Schritte. Der Lichtstrahl der Taschenlampe blieb in ihrer Nähe. Die Schritte blieben leise, kamen aber deutlich näher. Offensichtlich kam die Gestalt genau auf sie zu. Noch konnte dieser Mensch die Kinder aber unmöglich sehen, denn sie standen alle hinter der Ecke, mit aufgerissenen Augen. Nele und Jana hielten sich die Hände vor den Mund. Sami hielt seine Hände mit gespreizten Fingern so vor sein Gesicht, als hielt er darin einen großen, unsichtbaren Luftballon. Knarr, noch ein Schritt. Knarr, noch ein Schritt. Ob die Gestalt etwas gehört hatte? Und dann war sie noch einen weiteren Schritt gegangen und stand nun seitlich zu den Kindern, schaute aber geradeaus an den Kindern vorbei. Ganz kurz nur, aber lang genug, damit Lukas etwas erkennen konnte. Ein Mann. Ein Umhang. Ein langer, schwarzer Umhang. Bis fast auf den Boden. Ein Hut auf dem Kopf. Schwarze Kleidung. Schwarze Handschuhe. Eine Taschenlampe in der Hand. Vor dem Gesicht eine Maske. Eine schwarze Maske, die nur zwei Löcher für die Augen hatte. Gespenstisch. Eines der Kinder atmete geräuschvoll ein vor Schreck. Dann drehte sich die Gestalt auch schon zu ihnen um und leuchtete ihnen allen mitten ins Gesicht. Das war zu viel. Wie auf Kommando schrien die Kinder auf, als wären sie dem Geist aus alten Grafen höchstpersönlich begegnet. Mit lautem Geschrei trampelten sie den Gang entlang, rannten teilweise die Treppe nach oben, andere den Gang weiter Richtung Eingangshalle. Lukas hatte nicht geschrien, sich aber trotzdem furchtbar erschreckt. Bevor er aber wegrennen konnte, hatte sich der Schlunz auf ihn gestürzt und ihn zu Boden gerissen. Lukas wollte vor Schmerz und Schrecken aufschreien, aber wieder blieb ihm der Schrei im Hals stecken. 5 Sekunden lang lagen sie da. Dann waren sie allein im Flur. Die Kinder waren abgehauen, der schwarze Mann auch, aber in die andere Richtung. Kurz schaute sich Lukas um, dann fauchte er Schlunz an, der dicht neben ihm lag. »Schlunz, spinnst du?« Schlunz schien das überhört zu haben. Er sprang auf und zog Lukas am Ärmel. »Los, hinterher!« Dann rannte er in die Richtung, in die der Mann weggelaufen war. Lukas rappelte sich auf und lief hinterher. Der Mann war natürlich verschwunden, aber weil sie wussten, wohin er gerannt war, sahen sie auch, dass der Wandteppich in der schmalen Nische ein klein wenig wackelte. Warum war er ihnen gestern Nacht nicht aufgefallen? »Er ist im Geheimgang verschwunden«, flüsterte Schlunz. Da hörten sie auch schon, wie im Flur verschiedene Türen aufgerissen wurden. »Was ist denn hier los?«, rief eine Frauenstimme. »Nachtruhe«, rief jemand anderes. Viele andere schimpften durcheinander. Dann laute und donnernde Schritte. Oh, »bestimmt Arthur Preisel.« »Los in den Gang«, befahl Schlunz und zog schnell mit zwei Händen den Teppich von der Wand.
Schlunz, nein! Lukas wurde schlecht vor Angst. Die donnernden Schritte kamen näher. Dann kroch Lukas doch schnell hinter den Teppich. Schlunz quetschte sich durch den schmalen Eingang, dann auch Lukas. Der Teppich legte sich geräuschlos wieder zurück an die Wand. Es war stockfinster. Lukas konnte noch nicht einmal sehen, ob sich hinter ihm ein Loch, ein Gang, eine Treppe oder eine Wand befand. Wieso schaltete der Schlunz seine Taschenlampe nicht an? Die Schritte auf dem Flur kamen bis zur Nische. »Ist hier jemand?« fragte eine strenge Stimme. »Eindeutig, Arthur Preisel. Zum Glück waren sie in Sicherheit.« »Aber waren sie das wirklich?« Lukas wollte Schlunz anschauen, aber er konnte seinen Freund nur am aufgeregten Schnaufen wahrnehmen. Und daran, dass sie sich gegenseitig an den Armen festhielten. Das bemerkte er erst jetzt. Und es gefiel ihm. Denn wenn der Schlunz so nah war, dann war die Angst nicht mehr ganz so groß. Die Schritte entfernten sich. »Was war los?« hörten sie eine Frauenstimme aus dem Flur. »Sicher wieder die Schmidtsteiner Jungen«, brummelte Arthur. »Die krieg ich noch.« Dann wurde es wieder still auf dem Flur. »Was machen wir jetzt?« flüsterte Lukas so leise wie möglich. Von hinten aus dem Geheimgang kam ein kalter Wind. »Wo ist deine Taschenlampe?« fragte Schlunz. »Hab ich Kevin gegeben. Und wo ist deine?« »Weiß nicht. Ich glaube, die habe ich im Flur verloren, als alle gerannt sind.« »Toll, Schlunz.« Lukas war unheimlich zumute. »Das heißt also, wir könnten hier jetzt zusammen mit dem schwarzen Einbrecher im selben Gang sitzen.« »Wir könnten das nicht nur«, flüsterte Schlunz. »Wir sind hundertprozentig mit ihm im selben Gang, denn er ist hier reingeflohen. Und wir auch.« Lukas spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den ganzen Körper lief. »Aber wir wissen nicht, wie nah er ist.« »Nein«, flüsterte Schlunz, »das wissen wir nicht.« Sie blieben noch eine Weile regungslos da sitzen, wo sie waren. Dann krochen sie unter dem Teppich hervor und schlichen in ihr Zimmer zurück. Unterwegs schauten sie nach der verlorenen Taschenlampe, aber sie fanden sie nicht. Ohne Taschenlampe wollte auch Schlunz nicht in den schwarzen Gang gehen. Lukas war beruhigt zu merken, dass selbst der Mut von Schlunz seine Grenzen hatte. So, und das war das Kapitel 22 vom fünften Teil Schlunz.